8 Tage lang hat sich Eintracht Frankfurt im Südtiroler Ferienort Gais vorbereitet. Das Trainingslager ist mit einer Niederlage gegen Spal Ferrara aus der italienischen Serie A zu Ende gegangen. Von insgesamt 7 Testspielen in den letzten Wochen gewannen die Hessen bislang lediglich 2. Deshalb bittet Trainer Adi Hütter um ein wenig Geduld. Es geht ja nicht immer nur vorne drauf gehen. Ich meine, das ist ja ein Prozess, der geht ja von heute nicht auf morgen. Es hat in Salzburg lange gedauert, es hat auch in Bern eine Zeit lang gedauert. Und das ist eine Art und Weise, die nicht immer funktioniert. Und ich glaube, man muss sie dann einsetzen, wenn sie notwendig ist. Aber da habe ich heute schon ganz gute Ansätze gesehen. Auffällig ist, wie akribisch Trainer Adi Hütter mit der Mannschaft auf dem Platz arbeitet. Er unterbricht gerade bei den taktischen Übungen unheimlich viel und erklärt den Spielern haarklein, was er sehen möchte. Wie die Abläufe auszusehen haben, beispielsweise beim Pressing oder beim Gegenpressing oder bei Standardsituationen. Einerseits zeigt es zwar, dass er mit den Dingen noch nicht so ganz zufrieden ist, doch das ist in der Vorbereitung ganz normal. An der Taktik muss noch weiter gefeilt werden. Die neuen Spieler arbeiten sehr gut mit. Positiv hervorzuheben ist weiterhin, dass die neu formierte Mannschaft sehr schnell zusammenzuwachsen scheint. Auf dem Trainingsplatz wird viel miteinander gesprochen, es wird gelacht, es wird geflaxt. Und gerade die Tatsache, dass die Mannschaft wieder einmal sehr international zusammengestellt wurde, scheint sich sogar positiv auf das Klima im Team auszuwirken. Jedoch werden die Tage in Gais durch einige personelle Engpässe getrübt. Nicht nur durch die 2 Testspielniederlagen gegen FC Empoli und Spal Ferrara, sondern auch durch die Tatsache, dass Trainer Adi Hütter in Danny Blum nur ein einziger gelernter offensiver Flügelspieler zur Verfügung stand. Ante Rebic hatte noch WM-Sonderurlaub und Nikolai Müller konnte die komplette Woche wegen muskulärer Beschwerden nur individuell trainieren. Das heißt, Trainer Adi Hütter konnte beispielsweise sein Lieblingssystem 4-4-2 nur sehr bedingt einstudieren, schlichtweg weil ihm die Spieler für die Positionen gefehlt haben. Bis Dienstagabend hat die Mannschaft nun frei und kann sich ab Mittwoch auf das erste Pflichtspiel vorbereiten. Die Saison beginnt früh für Eintracht Frankfurt. Am Sonntag mit dem Spiel im Supercup gegen den Meister Bayern München.